Bitte. Mario und seine Freunde sind hier im Nimmer-Nimmer-Wald eingesperrt. Und wir müssen den richtigen Weg finden, sonst ist es wie in den Lost Woods. Wir kehren nur wieder zum Anfang zurück. Und nein, ich wollte gerade nicht gegen diese Piranha-Pflanzen kämpfen. Das war gerade einfach nur Pech. Aber okay, haben die jetzt halt Pech, dass die gegen Koopa kämpfen müssen. Yeah. Das ist nämlich das eigentliche Problem. So, und vor allem sind sie jetzt auch schon tot. Ja. 5 BP hat es zwar gekostet, aber dafür war es doch schon. Plus Level Up. Besser kann man die Folge gar nicht erst starten. Perfekt. Ich würde sagen OP. Ja. Ich sage OP. Und dann gucken wir mal, was für Orden wir jetzt einrichten können, um uns besser zu machen. Stachelschild, nee. Obwohl, ohne dabei Schaden zu nehmen, ich kann auf Gegner springen. Das kann ich mal so schlecht, ne? Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Wäre für uns jetzt zumindest in diesem Gebiet hilfreich. Für 2 BP wird ein Gegner zu einem Mini-Monster. Er sieht dann nicht nur lächerlich aus, auch seine Stärke wird um die Hälfte reduziert. Aber 2 BP ist schon, ne? Ach, dann haben wir ordentlich Feuer unterm Stiel für 1 BP. Angriffskraft. Okay, na gut. Vorsicht, geboten oder Rabatt? Ich würde sagen Rabatt. Dann kriegen wir nämlich Geld und das ist nice. Ne, machen tun wir nichts. Ich habe Angst, dass ich verlieren werde. Aber gut. Mehr OP ist immer yay. Aber ich habe noch nicht erkannt, wo hier der Unterschied ist. Rennt schon 5-mal im Kreis. Ich habe noch nicht erkannt, was anders ist. Oh, oh, die Pilze. Die leuchten auf. Oh. Die leuchten aber komisch. Die hören auch auf direkt. Okay. Was ist mit euch? Also das wirkt mir sehr komisch. Ich logge einfach rein. Komm. Komm, ist richtig, oder? 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 Hey, sind die wieder da? War das falsch? Nee, es war richtig. Es ist was Neues. Okay, die fallen um. Was mit euch? Die fallen den Hintergrund um. Nee, jetzt sind die auch normal um. Okay, was mit euch? Der letzte hat ein bisschen gedauert zum Umfallen. Das könnte was bedeuten. Ah, verdammt! Ich muss mir ein paar Sachen merken, Kollegen. Was soll denn das? Schaut euch gefälligst hinten an. Verdammt! So, und damit sie es auch auf jeden Fall verstanden haben, gibt's doch mal den Powerdouts. Ach, der hintere, der lebt noch. Der hat einen KP mehr, leider. Ich hoffe, das hackt euch an mir, weil sonst werde ich leben. Nicht gut. Ah, sehr gut. Perfekt, Kollege. Komm her. Bam. Ja, jetzt haben wir wieder ganz schön XP farmen. Richtig so. Komm, verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt. Ja, ist richtig? Ah, das ist schön zu sehen. Ja, verdoppelt nochmal schön, denn das haben wir dringend nötig. Mehr XP, mehr Level-Ups, wir sind stärker. Und als jemand, wo das Spiel noch nie zuvor gespielt hat, war das ganz gut. Okay, alle fallen ab, aber die fallen nicht ab. Das sagt mir, das muss hier weitergehen. Aber wie lange geht denn das? Schon wieder schon der 6. Raum oder so. Okay. Aber was ist hier anders? Also die Gegner werden ja nichts bedeuten, denke ich mal. Und die können ja verschwinden, nachdem ich sie besiegt habe. Warum folgt er mir jetzt? Hör, warte, was, was? Hast du etwas in Bruce Villa zu erledigen? Dann hier entlang. Oh, okay. Der Fuß ist so, hä? Ich darf nicht mitgehen? Nein, darfst du nicht. Oh, es war wirklich... Ich dachte, das wäre jetzt eine Lüge gewesen, ich will wieder am Anfang. Nein, wir sind wirklich da. In Boohoos Villa. Oder zumindest in der Boohoo Villa. Ich weiß nicht, wem die gehört. Aber wir schauen jetzt mal nach, wie beide so da lang gehen. Puh, sieht so aus, als hätten wir es endlich geschafft, aus diesem spukigen Wald herauszufinden. Hey, Mario, wetten, dass dies hier die Villa ist, von der der alte Boohoo gesprochen hat? Ja,
Würde Sinn ergeben. Oh, schau mal hier. Voltopilz lädt Mario elektrisch auf. Kein Gegner sollte ihn berühren. Klingt ziemlich nice. Bis zum Hundegeräusch muss ich immer an Queen of Time denken. Da gab es genau die gleichen. Ich glaube in einem anderen Spiel auch. Was war Resident Evil? Ne, das glaube ich ein anderes Spiel. Apropos Resident Evil, die Villa passt ziemlich gut gerade. Willkommen, sehr verehrte Damen und sehr verehrte Herren. Ich bin erfreut zu sehen, dass Sie durch den Nimmer-Nimmerwald gefunden haben. Meine Herrin erwartet Sie im höchsten Zimmer dieser wunderschönen Villa. Okay. Dauert ein bisschen, ne? Ich hoffe, die sieht aber nicht so aus wie in der Head in Time. Bitte gehen Sie in den zweiten Stock. Dort werden Sie alle Neuigkeiten über die Hohen Sterne erfahren. Ich werde Sie dort erwarten. Okay. Bis gleich. Und hier kommt dann später eine Röhre hin. Interessant. Zählt das ja also. Zählt der Erdgeschoss dann vielleicht ein bisschen wie so ein Dorf? So eine Stadt? Ich weiß es nicht. Speichern wir erstmal ab. Man kann immer gut speichern. Hier geht's weiter. Will ich weitergehen? Oh, es wird wahrscheinlich wieder raus. Nee, dann will ich das nicht. Da müssen wir dann wahrscheinlich wieder rausgehen. Aber schön, dass sie meine Abkürzung machen. Das haben wir sonst nie gemacht in dem Spiel. Naja. Falls ich überhaupt recht habe, ich weiß es ja nicht. Ich spiele das ja alles blind, wie ihr wisst. Aber dieser Froschschrank hier. Hallo? Nein, nichts. Können wir abspeichern? Nee, auch nicht. Das ist eine Tür, vielleicht kommen wir da rein. Oder wir chillen erstmal hier ein bisschen im Empfang. Was zum... Das habe ich jetzt nicht erwartet, was zur Hölle? Dann eine geheime Tür entdeckt. Warte mal, aber ist die Tür rechts dann fake? Nee, das teste ich jetzt. Ist die fake? Oh, die ist echt. Okay. Nicht nur ein Jumpscare hier drin. Was geht hier ab, ey? Leute, aber mit modernen Farben, oder? Oder mit alten Farben? Nee, modern. Nee, ist alte Farbe. Aber es ist ein... Nee. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, komische Farben. Das erinnert mich sehr an Mario RPG, da gab es auch so ein ähnliches Easter Egg. Aber irgendwie hilft mir das nicht. Dann verwandeln wir uns wieder zurück. Hier können wir scheinbar noch nichts machen. Aber ist euch auch schon aufgefallen, dass hier ab und zu mal diese komischen, diese Holzwände auf dem Boden sind? Diese Holzluken? Ich wette mit euch, wir werden hier bestimmt irgendwas finden, womit wir die aufbekommen können. Ernsthaft? Ach man, komm, boy. Da sind auch ein paar Buhus. Ich finde die Gesichter der Buhus in diesem Spiel lustig. Ich bin der böse Buhu. Statt albern sieht er hier böse albern aus. Finde ich super. Aber ich habe schon gesehen, oben sind sehr viele Türen. Was zur Hölle? Muss man... Ich kann da nicht rein. Ich kann es öffnen, aber ich kann da nicht rein. Ich habe auch direkt wieder zu. Hi. Bonk, bonk. Du bist der Herr, den wir vorhin gesehen haben. Und hier können wir rein. Das ist ein Buhu. Das ist ein Buhu. Der bringt mich um. Ich habe Angst. Hilfe. Okay. Black. Ich hab nichts passiert hier. Kann ich anmachen? So ein bisschen dran spinnen? Ein Grammophon! Es wäre schön, wenn du eine Platte dabei hättest. Komm, ich spinne hier so ein bisschen. Okay. Nee, leider nicht. Was habe ich getan? Kann ich es nochmal machen? Jetzt war ich süchtig danach. So fängt die Rauchsucht an, Freunde. Niemals anfangen zu rauchen. Hi. Na, kann ich den Schatz haben? Mir ist so langweilig. Ich weiß, Lady Boo hat mir befohlen, hier zu bleiben. Aber für wie lange noch? Darf ich bitte an die Kiste? Nein. Das nervt mich jetzt aber. Das ist doof. Wie kann ich denn gegen die Buhus kämpfen? Die wollen nicht.
So ein Tipp? Ja, boah, was für eine große Villa hier. Boah, hier spukt es überall, Mann. Und alles so altmodisch und unheimlich. Der Kronleuchter, Mann. Sofa, ey. Guck dir alles an hier. Alles angucken, ja, mach ich ja schon. Ist das der gleiche Raum? Ne, ist ein anderer Raum. Das ist das Bett. So ein riesiger Raum. Nichts drin. So ein mickriges Bett. Und ganz viele Schränke. Oh! Aua. Falscher Schrank. Das passiert, wenn die in die Schränke reinguckt von Fremden. Ja, ja, ganz wichtig. Hi, ich wollte euch beim Tanzen nicht stören. Eine Schallplatte! Mario! Da bist du ja! Wenn du diese Schallplatte haben willst, musst du erraten, wer sie hat! Sieh dieses Mario Party Minispiel! Oh nein. Okay, dann gib sie einem. Lady Boo wird ja böse, wenn wir es ihm zu einfach machen. Gebt euer Bestes, so wie wir es geübt haben. Boah, extra für mich geübt, ist aber nett von euch. Wer hat's denn jetzt? Ich hoffe, ich verfolge gerade den richtigen. Bleibt ihr stehen? Jetzt habe ich zwei Kandidaten, weil das nicht offensichtlich war. Ene mene bu, will ein bu. Die tanzen immer weiter. Hey! Ist ja unfair. Er ist es. Aua, aua. Ach, Mist. Falsch. Das macht Spaß. Macht weiter, Buhus, oder die Buh wird dir uns die Hölle heiß machen. Okay. Na komm. Wem brauchst du sie? Wo bist du? Da bist du. Okay, einfach nicht lesen. Nicht lesen. Okay. Jetzt hat er noch niemanden gegeben. Ich dachte, jetzt schon hätte er jemanden gegeben. Aber nein, er wartet nur, bis er jemanden es geben kann. Da. Ist jetzt rechts? Unten. Links. Oben. Jetzt direkt neben mir. Er muss es sein. Ja. Perfekt. Jetzt habe ich es verstanden. Nein, Buhu, du darfst erraten. Na gut, dann nennen sie halt. Oh, Buhu, Lady Buhu wird uns unsere transparenten Hintern versohlen. Mir doch egal. Heul doch. Jumpscare. Die Schallplatte, wie kann man sie nur abspielen? Ja, ist doch glaube ich offensichtlich, oder? Wir gehen in den Raum nebenan und spielen es dann ab. War doch hier, oder? Und der andere Buhu ist dann, der ist dann so weit, weil es so schön ist. Dann haut der extra für uns ab. Hab ich recht? Bitte, komm. Drücke A, um die Platte zu spielen. Triff den Rhythmus. Drücke nicht zu schnell oder zu langsam. Drücke zu B, hörst die Musik wieder auf. Okay. Hier ist okay. Komm, du magst das Super Mario Bros. Theme, komm. Na komm, jetzt reicht's doch. Bom. Komm jetzt, chill doch mal. Ich möchte an den Schatz. Tanz jetzt, bis es morgens ist. Jetzt loopt es wieder. Ich hau mal auf. Muss ich jetzt beeilen? Oh Gott. Okay, schnell. Der Gumba fliegt in die Luft. Gewicht! Ein sehr schweres Gewicht. Wo kann man das wohl einsetzen? Oh nein! Lady Boo gab mir den Auftrag, diesen Schatztruhe zu bewachen. Sie wird mich bestrafen, wenn ich das herausfinde. Mein transparenter Hintern, nein! Oh, warte mal, vielleicht habe ich ja Glück. Du kannst ohne nicht weiter, wenn du nicht weißt, wie man dieses Gewicht verwenden muss. Okay. Ich werde es schon herausfinden, Kollege. Wart's nur ab. Okay, die beiden Räume oben haben wir schon mal gemacht. Warte mal, hier ist was. Hi, hab ich dich erschreckt? Du möchtest doch hoch in den zweiten Stock, oder? Zuvor musst du allerdings den Inhalt dieses Bildes finden. Findest du ihn, lasse ich dich nach oben gehen. Buh, ist ja ganz schön streng, wenn sie ihre Gäste so auf die Probe stellt. Okay. Also, können wir einfach das Bild klauen hier? Oder das Bild klauen?
Aber es sind zwei verschiedene. Einer mit Monokel und einer ohne. Ja, okay. Entweder hier geht's weiter oder links in die Tür, wo wir nicht reinkommen. Können wir hier ein Gewicht hinstellen? Oder so? Warum ist hier eigentlich was? Ist nichts. Ich kann es auch nicht bewegen oder sonst was. Es muss was mit dem Kronleuchterraum zu tun haben. In dem ich aus irgendeinem Grund nicht rein kann. Ich weiß aber nicht warum. Muss man es irgendwie richtig machen? Ja, jetzt ist er auf. Aber sobald ich da hinrenne, geht er wieder zu. Ich drücke jetzt mal gar nichts. Mal gucken, wie lange der aufbleibt. Oh! Oh, Glück gehabt. Das ist so gewollt. Oh, cool. Mit dem Gewicht kommen wir jetzt hier rein. Nett. Doch, ist es wirklich so nett hier? Ich glaube nicht. Der Kronleuchter. Der hat mich fast... Oh Gott. Die spielen hier so Streiche mit mir um Leben und Tod. Der hat mich treffen können. Dann wäre ich zu Papier verarbeitet worden. Ach nee, warte, ich bin ja schon Papier. Aber dann doch, hätte wehgetan. Oh Mann. Jetzt im Keller? Scheint so. Okay, hier ist noch eine Tür. Schön, schön. Ich weiß halt nicht, was wir mit diesen Blöcken machen sollen. Ich kann sie halt weder kaputt machen, noch kann ich sie verschieben. Also, keine Ahnung. Da ist ja auch nichts versteckt. Vielleicht nur Deko? Und hier wieder so eine Platte. Warte mal. War hier nicht mal eine Tür? Oh Gott. Was macht ihr mit mir? Hey, eine riesige Kiste. Da kommt bestimmt kein Buch raus und erschreckt mich. Habe ich recht? Nicht nochmal, bitte. Ah, doch, Mario, willkommen. Den Stiefel hier, guck mal, der sieht so schön aus, oder? Guck mal, mit ganz viel Schleim drin und alles. Na komm, gib dein Bestes. Runde 2. Oh, Herz, Herz, oh, Herz, oh, ne, Herz, oh, ne, Herz, oh, ja, oh, 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 ja. Nicht so eng, nicht so eng. Bruder. Unten. Links. Oben. Der da. Yes. Wir erhalten die Superstiefel, die aussehen, als hätte sie eigentlich Luigi mal getragen. Die Angriffskraft von Marios Sprung wird erhöht. Endlich! Ich habe schon so lange danach gefragt. Außerdem kannst du nun den Wirbelsprung ausführen, wenn du A in der Luft drückst. Wait, what? Wie hilft mir das denn? Ah, nein, Buhu! Bist du immer noch mal Jumpscare? Das ist noch ein Buhu. Aber wie ist das jetzt gemeint? Ich kann in der Luft... Nee. Ach! Okay, das ist richtig schlecht da geschrieben worden, aber ich kann jetzt eine Stampfattacke machen. Ein Wirbel in der Luft. Ich dachte, meinten die das hier in der Luft? Nein, wir können eine Stampfattacke machen. Ja, nice. Können wir damit die Kisten? Boing! Oh Mann. Aber jetzt komme ich ja nicht mal hoch. Verdammt, was ist so Glück? Ganz in der Nähe findet sich eine versteckte Bodenplatte. Darunter ist ein Sternsplitter versteckt. Drücke A, während du springst. Kannst du sie finden, viel Glück. Wo ist hier eine versteckte Bodenplatte? Keine Ahnung, ich gebe auf. Wow. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe aber vorhin nicht. Oh, ein Schalter. Wer würde ihn nicht drücken? Ich muss draufspringen, schade. Oh, noch ein Schalter. Oh, noch ein Schalter. Das ist ein bisschen groß. Moment. Hey! Warte. Einen Moment. Bam! Oh, hier ist ein Shop. Warte, verkauft der Buhu mir jetzt Sachen? Ja, aber natürlich, Lady Buhu will das. Ein bisschen Geld muss ja auch noch bekommen. Na gut, für den Kammerjäger wahrscheinlich, oder? Hör doch, kann ich nichts kaufen. Mann ist doch gerade. Achso, keine Ware an Mario verkaufen. Schade. Vielleicht können wir uns verkleiden. Oder später können wir dran. Achso, man kann es ja nur so machen.
Man muss übrigens stehen bleiben. Also man darf nichts drücken. Und muss nach ganz weit oben springen. Superpilz! Ein wahrer Superpilz. Stellt 10 KP wieder her. Ja, da rechts im Raum waren noch zwei Kisten. Habe ich jetzt leider nicht kaputt machen können, weil ich mich blöd angestellt habe. Es tut mir leid. Kann passieren. Ah, warte, ich kann es nochmal neu versuchen. Yay! Yippie! Komm, gib mir was Geiles dafür. Boing! Boing! Ja, ein Item! Ahornsirup! Naja, gut. Wie sieht es eigentlich aus mit uns? Ja, komm, mach weg. Items? Warum habe ich den Wackerkick dabei? Der ist viel zu gut. Ja, gut. Stellt 5 HP wieder her, stellt 3 BP wieder her. Ist eigentlich offensichtlich, was besser ist, ne? Ich nehme einfach. Ist Verschwendung, komplette Verschwendung. Aber lieber nehme ich das jetzt hier mit, hier links. Als dass ich es verpuffen lasse, weil es ist halt viel besser. Warte, ist es noch das Richtige, oder? Ahornsirup? Honigsirup? Ne, warte, was? Wait, what? Ach, 10 ist ja noch besser! Oh, ja! 100% nicht mitnehmen! Natürlich! Warum auch nicht? Okay, klar, warum das Spiel hier immer laden muss. Akzeptieren wir. Das Spiel hat halt auch seine Momente. Ja. Muss ich sagen, ich mag dieses Kapitel bisher am meisten. Es bockt richtig. Boing. Bei anderen beiden Kapiteln gab es immer irgendwas, so 50% vom Kapitel war irgendwie irgendwas, was mir nicht gefallen hat. Aber hier, bisher macht ich alles. Bin ich ganz ehrlich. Okay, man hätte es vielleicht hier und da ein bisschen besser machen können, aber ist trotzdem super bisher. Ah, und jetzt können wir mit der Stampfattacke natürlich auch rechts in den Raum da stampfen. Können wir das Gewicht wieder mitnehmen? Das wäre jetzt interessant. So ein bisschen wie so ein Point-and-Click. Du musst immer herausfinden, was du jetzt machen musst, mit welchen Items und ob du vielleicht noch was wieder zurückholen musst oder so. Zumindest kommt mir sowas gerade in den Kopf. Ein Apfel, ein süßer Apfel. Stellt 5 KP wieder her. Ja, schau mal, warum habe ich den überhaupt noch? Habe ich irgendwann mal gekauft, weil wir es mussten. Ach komm, noch ein Apfel, ernsthaft? Weißt du was, dann esse ich den anderen Apfel, den ich gerade habe. Ja, komm, ess ihn einfach. Das ist ein ziemlich guter Apfel. Der auch. Ja, komm, verpuff. Und... nichts, sehr gut. Hey! Ja. Boing! Wir sind in der Library jetzt. Okay. Gott, was ging hier ab? Ah, ich sehe schon, was hier abgeht. Die Wand geht jetzt ab. Wortwörtlich. Boom. Da oben? Hör, was ist das denn da oben? Oh nein, der hat dich angekonnt. Oh, ich muss nochmal zurück. Und da hätte ich auch rangekonnt. Okay, merke ich mir für gleich. Wenn ich wieder zurück bin. Ich habe lieber Gumbari hinter mir bei neuen Gebieten. Warte, waren wir nicht gerade eben erst? Ja, klar. Okay. Habe ich leider keinen Upsi gemacht, aber ist ja gar kein Problem. Machen es einfach erneut. Und jetzt weiß ich auch, warum man das Gewicht nicht wieder zurücknehmen kann, sonst würdest du jetzt da nicht mehr rauskommen und dann bist du noch stuck für immer und ewig. Yippie. Hooray! So, Paracarry brauchen wir. Okay. Jetzt nur einmal drücken. Dann macht er schon. Ja, sehr schön! Boost Porträt! Ein Porträt eines alten männlichen Boos. Ach, ich Idiot. Och, man. Ich skippe euch das. Bitte, es ist kein Item. Ich find's aber krass, dass wir noch gar keinen neuen Begleiter bekommen haben hier. Am Anfang hat es das Spiel zu viele gegeben. Oh nein, ist bitter. Aber jetzt gar nichts mehr. Ich hätte schon irgendwie so ein Buhu oder so erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ja, hier in Paper Mario 1 sind die ganzen Begleiter noch so Standardgegner. Das ist nur ein Goomba, ein Koopa, ein Paracoopa, ein Bob-Omb. Aber ich finde es nicht schlimm. Wir fangen erstmal ein bisschen standardmäßig an und dann vermutlich mal in den späteren Paper Mario sind die Begleiter dann. Das gleiche Format, aber halt in viel komplexer gestaltet. So, Boos Porträt. Bisschen klein, auf einmal ist er riesig.
Puh, oh, schon viel besser. Es ist schön, nach so langer Zeit wieder in meinem Rahmen zu sein. Also gut, ich helfe euch, ins zweite Stockwerk zu gelangen. Spring einfach in das Bild. So wie Mario 64. Okay. Let's go. Bestellt, Puh, schöne Grüße von mir. Wird gemacht. Nicht. Auf keinen Fall, warum sollte ich das? Oh. Das geht. Hm, doof. Und jedes Mal muss ich erwähnen, dass ich das dumm finde, dass man immer wieder hier einen großen A-Sprung machen muss, um die Treppe hochzulatschen. Wieso kann der nicht automatisch die Treppe hochgehen? Das sollte Standard sein in Videospielen. Treppen sollten keine Core sein, sondern wirklich einfach, ja, eine Treppe. Na, was weiß ich schon. Ich game ja nur. Wo geht's denn lang? Längs, rechts? Oh, beides gleich, okay. Endlich bist du da. Du hast ja ganz schön Zeit gelassen. Ich habe dich getestet, um herauszufinden, ob du deinem Namen gerecht wirst. Wie waren die Tests? Hart? Nee, eigentlich nicht. Oh Gott. Sie ist süß. Du kleines, süßes Boo. Mein Name ist Boo. Lady Boo. Es freut mich, dich endlich kennenzulernen. Ich bin Boo Hutler, der Butler. Nicht falsch verstehen den Namen. Ich bin Lady Boos bescheidener Diener. Der Grund, warum ich euch hierher gebeten habe, ist der. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Butler, instruiere ihn. Natürlich, meine Lady. Mario, kennst du einen Ort, den man Windige Schlucht nennt? Inmitten der Schlucht erhebt sich ein Hügel und darauf thront das Schloss von Tuba Blubber. Er ist ein Monster und der frisst Geister. Buhus sind seine Lieblingsspeise. Viele unserer Freunde hat er bereits verschlungen. Wir haben versucht, dieses Ungeheuer zu bekämpfen, um unsere Freunde zu retten. Doch Tuba Blubber ist viel zu stark für uns. Wir Buhus können ihn nicht mal ankratzen. Er scheint unbezwingbar zu sein. Deswegen nennt man ihn auch den unbezwingbaren Tuba Blubber. Doch es besteht noch Hoffnung. Wenn die Gerüchte wahr sind, dann hat Tuba Blubber ein Geheimnis, das er streng bewacht. Und das Geheimnis ist, vermutlich etwas, das auf seinem Schwachpunkt schließen ist. Nun denn, Mario. Ich will, dass du sein Geheimnis herausfindest und ihn besiegst. Das wirst du doch tun, oder? Natürlich werden wir dich für deine Dienste belohnen. Geld? Schaffst du es, Tuba Blubber zu besiegen, so sollst du das hier haben. Geld? Eine Karte. Aber es ist ein Stern dabei, den brauchen wir. Mario, es tut mir leid, dass wir so in solch einer Situation treffen müssen. Mein Name ist Professor. Steht der Professor aber mit Star? Egal. Ich konnte aus Tuba Blubbers Schloss entfliehen. Jedoch war ich sehr geschwächt, als ich es endlich geschafft habe. Deshalb konnte ich nicht sofort in den Himmel entschweben. Ich wollte mich auf den Weg zum Sternstuppengipfel machen, um von dort aus in den Sternhafen zurückzukehren. Doch leider habe ich mich im Wald verirrt. Als ich nach einem Ausweg gesucht habe, wurde ich von den Buhus gefangen. Und jetzt bin ich hier. Die sind gar nicht nett. Mann, ich wäre der Erste gewesen oben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was denkst du, Mario? Ist doch kein übles Geschäft, oder? Um diesen Stern zu retten, hättest du ohnehin gegen Tuba Blubber kämpfen müssen. Auf diese Art hilfst du auch gleichzeitig uns Buhus. Aber ich mag euch nicht. Also, ich schon, Mario nicht. Und außerdem werde ich mit dir gehen. Ich werde dir helfen, wie niemand sonst es vermag. Mir? Meine Lady, was habt ihr eben gesagt? Ihr, in Tuba Blubbers Schloss, das steht nicht zur Debatte. Ich kann es nicht billigen, dass ihr euch selbst solcher Gefahr aussetzt. Sei still, Butler. Ich habe schon so viel Leid gesehen, das Tuba Blubber verursacht hat. Ich will mit eigenen Augen sehen, wie er dafür bestraft wird. Außerdem wird mich Mario brauchen. Ohne meine Kräfte kann er das Schloss unmöglich erreichen. Oh, nun denn, Lady, ich werde euch begleiten. Es ist meine Pflicht, darauf zu achten, dass man euch kein Leid zufügt, die Ahnen verlangen so. Ich werde immer an eurer Seite sein. Hör auf mit dem Unsinn! Ich bin kein Kind mehr! Ich kann selber auf mich aufpassen! Backer, du wartest hier auf meine Rückkehr! Lady! Bist du damit einverstanden, Mario? Ich werde dich begleiten, bis wir Tuba Blubbers besiegt haben. Na gut. Boo gehört zum Team. Oder so. Ob es dir passt oder nicht. Okay, was kann sie denn?
Drücke unten, um das Team unsichtbar zu machen. So wird euch niemand bemerken. Keine Gegner? Da bin ich dabei. Bist du transparent, gehen Gegenstände durch dich hindurch. Ah. Wägst du dich oder drückst du unten, wirst du sofort wieder sichtbar. Im Kampf kann sie mit Ohrfeige den Gegnern Respekt einprügeln oder mit unsichtbar eine Runde lang das Team vor jeglichen Angriffen schützen. Cool. Also gut, Tumablumma ist dem Untergang geweiht. Oh, kommt direkt schon so nah, wow. Und jetzt fasst sie mich auch noch an. Freunde, also ich glaube, wir hören hier mal mit dem Part auf. Ich muss ein paar Sachen mit ihr privat regeln, aber wir haben einen neuen Begleiter. Ich freue mich, sie ist sehr süß. Und buhu, also doppelt perfekt für mich. Und ja. Unsere Lady begleitet Mario, um Tumablumma zu besiegen. Welch Mut, welche Entschlossenheit. Du wirst Hilfe brauchen, um Tumablumma zu besiegen. Bitte besuche den Laden im Keller der Villa. Oh, das sollen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall noch tun.